Hallo Leute, schön, dass ihr wieder hier mit dabei seid bei Minecraft. Gut, warum ist hier ein Loch? Weiß kein Mensch. Ja, in der letzten Folge, ah doch, weiß ich. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich eine neue Mod hinzufügen will bezüglich Energiesystem. Da habe ich einen Mod hinzugefügt, der nennt sich Flux Network. Besteht eigentlich aus relativ wenigen Blöcken, das ist der Flux Block. Dann Flux selbst, das ist sozusagen zum Craften, das ist so ein Dust-Art. Da habe ich ein Rezept hinzugefügt, dass man Redstone einfach in den Ofen schmeißt. Es steht ja Operating bei Burning Redstone, also man muss Redstone mit einem Flint and Steel anzünden, dann geht's auch. War mir zu dumm. Ganz da habe ich mir einfach Rezept hinzugefügt. Und damit kann man dann den Block craften und verschiedene andere Sachen hier von denen. Da gibt es dann eben einmal den Core, den Block für Sendenergie, also mit dem kann man Energie senden und mit dem kann man Energie empfangen. Und man braucht einen Controller, weil hat man ein Energienetzwerk und man kann auch einen Speicher. Ich weiß gar nicht, ob man einen Speicher zwingend braucht oder nicht. Ich habe hier so ein System mal mit Controller, Storage, Point und Plug. Das habe ich auch schon mal aufgebaut gehabt, deswegen wird auch hier schon Energie drin sind. Man sieht es hier in den Flux Storage ist 2,6 Millionen RF und der Controller. So, wir müssen das jetzt mal umbauen. Hier haben wir unsere Energiezelle, die lädt ihn auf, habe ich hinzugefügt. Dann werden wir hier mal rein theoretisch gehört dann der Controller hier hingeklatscht. Den Controller kann man abbauen, sollte man aber nicht unbedingt abbauen. Das ist so, der verwaltet alles. Das ist so wie beim ME-System der Controller. Kann man einige Sachen einstellen, das werden wir dann gucken. Dann kommt hier hinten mal Energie zum Senden, weil wir wollen Energie senden. Klatscht mal hier dran. Wie wir das Ganze einstellen, werden wir gleich schauen. Zwar müssen wir hier drin, haben wir verschiedene Reiter. Nur dann kann man noch nicht wirklich was machen. Wir müssen ein neues Netzwerk kreieren. Das nennen wir jetzt einfach Main Power, also Hauptpower. Da kann man eine Farbe definieren. Ich mache gern grün, also 255 und 0 und 0. Ziemlich grün. Dann kann man hier noch einstellen, ob es privat ist, also dass nur ich sehe oder andere. Also das kann man da oben einstellen. Restricted, Public, Privat. Das ist der Name getan. Gut, und dann sagen wir Create. So, dann haben wir hier Main Power. Den Hauptmenü haben wir jetzt Main Power ausgewählt. Wir können auch den Namen vergeben von diesem Controller. Da würde ich sagen, zum Beispiel in unserem Fall Main Power, weil man kann verschiedene Controller hinzufügen. Und schöne. Dann können wir eigentlich sagen, die Prioritäten. Also das ist, ich glaube, eins der ersten, ja, wie sagt man dazu, RF-Energiesystem oder Mods, die Prioritäten haben. Die Prioritäten funktionieren gleich wie hier bei den Conduits, Item-Conduits. Man kann sagen, was wird zuerst gefüllt und was nicht. Da kann man einstellen, was maximal gesendet wird in RF. 256.000. Ob er das ignorieren das soll, das Limit. Das heißt, wenn hier zum Beispiel 3 drin würde und ich sage hier, ignoriere das Limit, dann würde er trotzdem mit 256.000 laden, weil ich hier das bezieht sich hier auf das Limit, das Max. Er soll es ignorieren, also der Controller ist doch scheißegal. Dann haben wir am wenigsten Sensor an smallsten Fährt, also der mit dem wenigsten drin. Einfach Default an jeden oder der mit der größte zuerst. Kleinste oder größte zuerst. Also ich glaube, das geht so anhand des Speichers oder so. Receive Mode, das gleiche, das entfernen. Transfer Mode ist Hypershoe, God Mode, No Transfer. Okay, das ist immer eine gute Frage, das habe ich gar nicht mal getestet. Transmitter Mode on off, Hotbar only. Held Item only. Okay, kann ich da irgendwie mir selbst Energie senden oder wie soll ich das verstehen? Ich habe mir nicht wirklich was, ich habe nur kurz ein bisschen durchgelesen, so ganz habe ich es nicht. Okay, ich finde das schon selber raus. Ja, hier Netzwerk Configuration haben wir ja, was alles in unserem Netzwerk ist. Momentan nur der Controller. Statistik, wie viel wir gerade senden, wie viel Blocks und Points wir haben. Können wir es nochmal bearbeiten und da können wir noch Player hinzufügen, wer haben darf und wer nicht. Wer auf das Netzwerk zugreifen darf. So, den Block können wir jetzt hier sagen, einfach
Select Network Main Network, das heißt, der gehört zu unserem Main Work, Main Network. Somit haben wir jetzt beide Geräte im gleichen Netzwerk. Heißt, ein Plug haben wir angeschlossen, ist logisch. Und viel mehr braucht man hier eigentlich gar nicht einstellen. Wie gesagt, da kann man jetzt noch das Limit einstellen, wenn man möchte. Priorität, ignoriere Limit, false, ja. Ist rein theoretisch scheißegal. Das heißt, das und dann können wir, das werden wir hier hinten einfach hinbauen, einen Buffer zwischenladen. Laden, das wir hier hin. Und den selecten wir jetzt auch auf unseren Mainbauer. Und jetzt sieht man hier schon schön, es gibt einmal den lokalen Buffer, dann mal einen Network-Buffer. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Dann kann man hier wieder einstellen, wie schnell der laden bzw. entladen soll. Wir machen einfach mal volle Leistung und jetzt haben wir schon drei Sachen. Kann man natürlich wieder anderen Namen geben. Und jetzt, also so ist unser Aufbau mal perfekt. Und jetzt können wir anhand dieses Receivers überall auf der ganzen Welt, egal ob in andere Dimensionen oder nicht, Energie empfangen. Und wird der eine oder andere sagen, ist jetzt ein bisschen cheaty und so. Naja, ich weiß nicht. Also die transdimensionalen Anker funktionieren ja eigentlich auch gleich, sind vielleicht ein bisschen teurer, aber ganz ehrlich, man hat schon so viele Ressourcen, dass es eh egal ist. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so cheaty, sondern einfach komfortabler, nenne ich es. Einfach, als würde ich von hier oben eine Leitung darunter legen, damit ich hier unten Strom kriege. Wie gesagt, Wireless Transceiver oder halt diese, was es gibt da, ist ja auch nicht viel was anderes. Und in dem Fall könnte ich jetzt dann hier ihn da drauf klatschen und sag einfach, unser Netzwerk, zack, ist connected und der kriegt automatisch Strom. Über unser Netzwerk. Hier kann ich natürlich nur eins sagen, dass der zum Beispiel nur gewisse Strom kriegt, nicht die volle Leistung. Oder Priorität zum Beispiel, erst zuerst die Sägemühlen und so bekommen und dann erst soll der bekommen. Dann kriegen die Sägemühlen automatisch mehr Prozent zugewiesen als wie der hier. Wird der einfach langsamer gefüllt. So. Das zu den. Hier brauche ich rein rechnerisch nichts. Kommt nur dann An- und Off-Switch. Was ich brauche ist hier draußen. Ne. Habe ich da schon unten? Nö. Hä? Wo ist denn das jetzt? Das passt aber nicht. Da war noch ein. Den echt nicht hier? Nein. XB-Vakuum ist klar, aber was mir fehlt, ist dieser komische Vakuumhopper. Genau, ich habe mir noch einen 10er Karten gemacht, damit ich hier einfach mehr kann, weil ich ja wieder in meinen gehen musste. Weil ich wieder kein Redstone hatte. Ja, bis er mit unserem Drill 3x3 Mining gegangen ist ja echt nicht mehr schwierig, das. Was mir jetzt echt fehlt, ist dieser Hopper da. Hopper. Nee, das war kein Hopper, das war ein Vakuum. Nee. War keine Vakuumchest, oder? Transfernode. Würde rein theoretisch auch gehen. Aber wie hat denn das Teil jetzt geheißen? Scheiße. Junge, kack dich an, ey. Das ist natürlich jetzt wieder wunderbar, wenn mein Name nicht weiß. Weil dann kann man suchen gehen. Ich würde fast sagen, dass es irgendwie bei Ender Utilities war oder so. Weil er kann natürlich weg sein, weil, das muss ich auch dazu sagen, es gab ein Update und da wurden, ich glaube, 90 Items von der Welt gelöscht. Weil andere Namen und so gekommen sind. War Thermal Foundation, Thermal Expansion, Environment Tech, glaube ich, war noch dabei. Also es waren schon ein paar Sachen drin. Und da kann natürlich sein, dass da das drin war und deswegen gelöscht wurde. Möchte ich jetzt gar nicht ausschließen. Weil ich weiß eigentlich, dass ich das unten drauf hatte. Natürlich wieder die Frage. Ich weiß echt nicht mehr, wie das geheißen hat.
Extra Utilities war es nicht. Es war auch kein Hopper. Könnte man das noch nennen? Das ist nicht Hopper, sondern. Da mal gucken, ob da irgendwas ist, das. Der Vakuum-Dings ist es ja auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es hat ja eigentlich relativ gut funktioniert. Aber wenn mein Name jetzt nicht mehr weiß, das ist echt scheiße. Oder das Item gibt es gar nicht mehr. Es kann natürlich auch sein, dass es mit dem Update entfernt wurde aufgrund von Problemen oder so. Ach, kacke, kacke, kacke. Das ist echt blöd, wenn man echt den Namen nicht mehr weiß. Sei geheißen hat. Und Botania war es ja nicht, weil das braucht ja alles Mana und Gedönse. Environment Tag. Was haben wir da so? Clear Glass und Dieting, also das kann es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Dann haben wir noch N der Utilities. Da würde ich fast behaupten, was könnte es dabei gewesen sein, aber. Ist ja auch so eine Sache. Weiß man nicht. Memory Card? Nee. Ba, 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 ba. Wie kann man das jetzt nennen? Ich weiß, es ist eine interessante Folge jetzt. Aber es ist halt das Problem, wenn ich. Ich brauche das ja, weil sonst kann ich nicht weiterarbeiten. Und das Einzige, was ich als Problem sehe, ist vielleicht, dass es nicht mehr gibt. Nur, dann haben wir ein Problem und das ist auch nicht gerade das Richtige. Bob, bob, bob. Weil der Vakuum-Chest, glaube ich, würde gar nicht funktionieren. Vakuum-Chest? Oder ist das ne, ist das vielleicht jetzt doch? Hatten wir früher eine Vakuum-Chest? Kann das nicht gleich sein, dass es jetzt eine Vakuum-Chest ist? Kriegen den. Eisen und Enderperle. Also, dass es jetzt Vakuum-Chest und vorher anders hieß, aber den gleichen Effekt hat? Das bedeutet ja auch nicht. So, ich habe jetzt bei Mechanismus umgestellt. Jetzt sehen wir RF. Millionen RF. Wie viel er braucht, wie viel er speichert. Sind wir jetzt alles in RF. Habe ich mal geändert, damit wir es besser haben. Dann versuchen wir halt einen Vakuum-Chest bauen. Ich bin zwar nicht gerade der Freund jetzt davon. Den haben wir schon, den brauchen wir. Davon, dass das jetzt weg ist, aber was soll ich machen? Vielleicht ist es ja dasselbe. Nur ist durch ein Update, das jetzt vielleicht geändert wurde und deswegen weg ist. Ich habe natürlich auch Ender.io geupdatet. Meine Frage ist jetzt, wenn ich das da rein drücke, könnte ich es ja hier platzieren. Ja, das ist halt wieder anders, aber ist auch egal. Wir können ja hier die Range machen. Sagen. So, da können wir rein rechnerisch. Ne, noch eins dürfen wir nicht runtergehen, weil. Die Frage ist halt, inwieweit. So würde es genau passen. Gut. Always active, Filter brauchen wir ja nicht. Ich hoffe, dass wir keinen brauchen. Sondern einfach alles einsaugt. Was wir natürlich brauchen, sind jetzt Conduits. Habe ich natürlich auch nicht mit. Da gar nichts mit. Also die Folge ist ziemlich interessant, muss ich ehrlich sagen. Ich muss gleich niesen und das nervt mich gerade. Natürlich mit Unterbrechung. Auch mit den ganzen Geknackse vom Mikro, das war eigentlich nicht gewollt, aber es ist dann einfach stecken geblieben, der Nieser. Das ist ekelig, wenn man dann weder Luft noch holen kann, noch irgendwas, weil man gerade so mitten im Niesen drin ist. Ich wollte jetzt Conduits holen, und zwar diese hier. Ich hoffe, sonst habe ich alles. Schalter kann ich noch mitnehmen zum Aktivieren. So, ja, rein Deutsch, mal. Zwei Stück mal.
Das werden wir dann noch ein bisschen besser bauen. Jetzt erstmal möchte ich ja nur mal testen, ob es läuft. Schalter. Ja, wobei, die Schalter könnte ich auch unten platzieren. Dann wäre der Vorteil. So, nee, unten geht nicht. Die Vacuum Chest hat die jetzt aufgesammelt, genau. Und dann hier so. Extract always active und hier Insert. Dann haben wir hier noch unseren guten XP-Vakuum Chest. Ja. Und dafür brauchen wir aber noch unseren Obelisk. Der hier auch noch irgendwo rumguckt. Da. Und wir brauchen dann noch. Also das. Das. Hab ich irgendwas vergessen? Das ist immer so schwierig. Gehe ich sicher 100% runter und ich habe wieder vergessen, was ich holen wollte. Ja, bringt nichts, muss hier runtergehen. Wird mir schon wieder einfallen. Ja, ich Breitholzschlummen hier platzieren. Und den hier hin. 85. Das passt eh. Ja, fehlt sonst noch was? Ja, ich weiß, was noch fehlt. Boah, schnell mal raus hier. Packt der XP auf. 85. Mal gucken. Was wir noch brauchen, was ich wieder vergessen habe, ist jetzt wieder Folgendes. Wusste ich, habe was vergessen. Irgendwie fehlen mir Sachen. Ich brauche. Nee, das muss deine Kiste sein. Bin ich echt dumm oder was? Filter, nee. Trash. Ich hatte doch eine Trashcan. Mit Filter. Die hatte ich ja hier nämlich stehen. Habe ich die? Also hier ist sie, okay. Trottel. Habe ich hingestellt. Die muss jetzt noch auch hier hin und Filter rein. Hier sagen wir Insert und Priorität 1. Das heißt, alle Items würden zuerst hier reingehen, weil sie hier keinen Platz haben, sie hier rein. Somit kann man schon gewisse Sachen ausmustern. Kriegen halt relativ viel von diesen Evil. Ist aber auch egal. Wir haben halt leider nicht das. Doch, die XP sammelt auf. Wir haben nicht die. Ne, nicht die. Ja, was soll ich jetzt sagen? Die Möglichkeit. Den zu enchanten, zum Beispiel Beheading oder so. Da müsste man irgendwas in das System finden mit einem Schwert. Und das wird halt natürlich ein bisschen schwieriger dann, ein Schwert zu lösen. Was ich jetzt wollte, war wieder. Ich vergesse das immer. Ich komme hoch und ich vergesse einfach, was ich wollte. Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm, wenn man immer vergisst. Was man möchte oder was man wollte. Ja, das können wir erstmal laufen lassen. Das passt. Gut, dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das lassen wir hier laufen. Funktioniert soweit wunderbar und wir sehen uns. Tschüss.